Gustav Mahler, Wien 1897. Gustav Mahler hat 10 Jahre lang Routine, Betrieb, Nepotismus, Verschlampung, Intrigen und Dummheit die Stirn geboten. In diesen 10 Jahren regenerierte er die Oper. Nicht nur die Wiener Oper, sondern die Oper als Kunstform überhaupt. Sein Opernstil war die Antwort auf Jahrzehnte leere Ariensingerei. In Wien herrschte der Bel Canto ungehemmt. Da hieß es, nur Gemütlichkeit, nur keine Aufregung. Während seiner 10 Jahre dauernden Diktatur, denn er war nicht Leiter, er war Diktator der Wiener Oper, gewöhnte sich das Publikum an seinen Befehl. Gustav Mahler, guten Tag. Ich bringe Ihnen Grüße aus Paris. Vielen Dank, Herr Direktor, dass Sie sich die Mühe nehmen. Zu danken habe ich Ihren Verwandten in Paris. Dort fand ich Verständnis, wirkliche Musikliebe. Nur das hat mich bewogen, Sie anzurufen. Ist sonst nicht meine Art. Ich traue mich kaum, Sie zu fragen, ob es Ihnen passt, einen Abend bei uns zu verbringen. Vielleicht entschließe ich mich dazu, aber es ist ein Opfer.